country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Hallo Leute, da sind wir wieder. Und zwar noch nicht im zweiten. Doch, Moment. Kommt ja schon. Finsterer Wald. Ah, ich stelle den Countdown lieber eine Minute weniger, weil ich gerade eben. Okay. Was soll's, das spielt keine Rolle. Also, da ist wieder unser alter Freund. Ich sehe, du hast dich gegen die Magie des Imperators tapfer gewehrt. Hallihallo, großer Zauberer. Was machen Sie hier? Ich will dir diesen magischen Turban geben. Super, danke. Aber was hat es damit auf sich? Dieser Turban verleiht dir magische Kräfte. Du kannst damit sehr lange unter Wasser bleiben. Für immer eigentlich. Punkt. Setze ihn klug ein und sei damit vorsichtig. Okay. Sauber. So. Ich habe immer gedacht, dass da unten wäre ein Brot. Du bist das ein Turban. Okay. Wenn man jetzt den Attacke-Knopf, ich weiß jetzt nicht genau welchen, auf dem Super Nintendo gedrückt hält, dann lädt es die Magie auf. Wow! Scheiße. Diese roten Steine da oben kann man, ja, zerstören und da kommt ein 1000 Punkte Apfel raus. Da unten ist die Anzeige, wenn die leer ist, kann ich nicht mehr zaubern. Der Fisch ist sehr gefährlich, wenn der einen erwischt, ist man gleich tot. Ah, ich gehe lieber weg. Und ja, ein Zauberer kann keine Gegenstände packen, deshalb auch diese Dinger nicht normal aufmachen, diese komischen Schatz-Dinger. Was auch immer das sein soll. Und da unten die Magieanzeige, wenn die leer ist, kann ich natürlich nicht mehr zaubern. Ich kann mich auch wieder umziehen. Aber im Moment ist der Zauberer nützlicher. Die Bananen, die sind witzig. Okay. Ah! Was? Oh. Krüppel. Blöder. Pisser, ey. Nee, das gibt's nicht. Okay. Die Blätter, wo da runterfallen, sind keineswegs einfach nur Blätter. Sie wandeln sich zu Gegnern. Das ist natürlich nicht sehr gut. Ich will zumindest 1000 Punkte abfüllen. Okay. Da wird's jetzt ein bisschen knifflig, darüber zu kommen. Aber auch das ist kein großes Problem. Jawohl. Oh, die Musik ist einfach nur total super. Jetzt kommen wir gleich zu einer Unterwasserstelle. Mit Tauchblase. Die vier kann man auch einfach durch den Zauber zack, killen. Boah, so knapp. Die Würmer hier auch, aber die kommen immer wieder. Das lohnt sich nicht. Zack. Ach ja, warum ich dieses Let's Play mache? Ich brauche ein bisschen Ablenkung von den dreidimensionalen Spielen, die ich eigentlich Let's Playe. Und da ich dieses Spiel neulich erst wieder gefunden habe und runtergeladen habe, dachte ich mir, warum nicht? Das ist eines meiner Lieblingsspiele für den Super Nintendo gewesen. Als ich noch einen. Achso, als ich meinen ersten besessen habe, ich besitze im Moment wieder einen. Aber meinen ersten und ein paar Spiele habe ich eingetauscht. Für. Boah, ich weiß noch sehr viel. Im Spiel. Für N64 und Diddy Kong Racing und Banjo-Kazooie, glaube ich. Ja! War ein ganz guter Tausch eigentlich. Nächster Zwischengegner. Aber inzwischen vermisse ich meinen Super Nintendo schon. Also meine Spiele zumindest. Ich habe ja wieder einen, wie gesagt. Boah! Scheiße! Bleib doch stehen. Erwischt. Ach ja, die Magie hier ist auch sehr, sehr stark. Die aufgeladene Magie. So ungefähr so stark wie ein Spin von normalen Mickey Mouse. Okay. Ein Herz vielleicht? Nein. Schade. Ah! Ah! Okay, null Leben. Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Bitte nicht nochmal das Level komplett von vorne. Pluto braucht
Bluto braucht deine Hilfe. Weiter? Ja. Sag mir jetzt nicht. Sag mir jetzt nicht. Oh, okay. Genau das habe ich gemeint. Das ist das Tolle an diesem Spiel. Sogar Obernoobs, die Safe States verwenden, tut mir leid, könnten es durchspielen. Ohne Safe States. Jawohl. Okay, Jump! Ja! Na toll, das ist jetzt ein bisschen knifflig. Verflucht. Oh mein Gott! Ein Glück war ich noch ein bisschen unsichtbar. Ja! Okay. Das hier ist mal ein bisschen gefährlich. Ah, nein! Nein! Boah, mein Glück. Die Lampe dahin lasse ich mal einfach links liegen. Ich habe fast komplett Mana voll. Komplette Mana-Energie. Jetzt reicht's. Jetzt spring doch auch. Nee, das ist ziemlich kompliziert gemacht. Du musst genau dann den Sprungknopf drücken, wenn ich an der... Und das ist die Stelle. Jetzt reicht's aber, komm. Ja, also... Ja, durch. Okay, wunderbar. Und gleich sind wir beim nächsten Endgegner. Ich glaube, da kann man einfach springen. Ja, davor werde ich nochmal einen Schnitt machen. Also Leute, the game must go on.